Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Jesus Christus, in ihm allein, in Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus Christus ist aufgefahren in den Himmel und von dort oben wird er bald wieder zurückkommen auf diese Erde als Herrscher, und er wird kommen in Vollmacht, Pracht und Herrlichkeit zu richten die Lebenden und die Toten. Jesus Christus wird kommen, denn er ist der Herr der Herren, er ist der König aller Könige und er ist Gott.